komplett gleiches Holz geholt hat, verkleidet hat. Guck dir das mal an, Junge. Ich werd bekloppt. Echt? Okay. Erstmal herzlich willkommen im Video. Heute wird der Tag immer der Kleinigkeiten irgendwie. Ne? Wir haben uns 100 Millionen Kleinigkeiten aufgeschrieben. Ne? Jo. Unter anderem da habt ihr ja gestern gesehen, dass da ein bisschen Probleme mit diesem Motor von den Rollläden war. Da habe ich gestern grundiert und werde da heute Mörtel reinsetzen. Was machst du heute, Eduard? Ich tue hinten den Flur, glaube ich, erstmal streichen, hier den Kleben, das wird nämlich bestreicht, komplett fertig. Ja, und dann hier so Socken. Dann mache ich Leisten, ja. Und ich habe auf jeden Fall vergessen, zu zeigen, wie ich den jetzt den Klicklaminat. Ach so, ja, das zeigen wir jetzt direkt, ja, mal. Aber ja. Wahrscheinlich wird es auch genauso gemacht, nur ich bin zu doof gewesen, da direkt drauf zu kommen. Ne? Das ist auch keine Anleitung drauf, aber das kann man auf jeden Fall nachher mal, legen wir mal ein paar Platten hin und dann tue ich mal erklären, was ich da falsch gemacht habe, ja, und was ich da richtig gemacht habe. Ne? Ach, wer jetzt noch sagt, Eduard, du bist doof, Junge, oder was? Keine Ahnung, der soll ja erstmal. Der soll, ja, aber der soll erstmal hier 27 Millionen Zimmer Laminat legen, Mann, dann kann er mal einer babbeln. Was raus oder den rein. Ja. Schocke, Alter. Ich hab's überhaupt. Ganz leicht. Ja. Ich find's geil, Alter. So, fertig. Das Zimmer. So kleine Flur zu streichen ist nicht mein Hobby, echt. Es ist so viele Türen. Ist scheiße, oder Mike? Ja. So ein kleines Zimmer zu streichen mit so vielen Türen, das hat jetzt genauso lange gedauert wie so ein Riesenzimmer. Ja, ist so. Das ist so. Fertig? Ja, sag fertig geworden, Mann. Wir haben jetzt, wie viel haben wir? 13:28. Jetzt kann ich auch durchstarten. Wir holen hier heute Mülltonnen ab und wir haben keine einzige rausgestellt. Scheiße, Junge. Das ist abgefahren. Hammer muss ich noch lernen. Jo. Schön leckeres Bietermalz, Junge. Ich bin mal gespannt. Das schmeckt so wie früher. Ja? Ja, ja. Lecker. Ich hab mich schon so eine Ewigkeit nicht getrunken, ey. Lecker, ja. 200 Kalorien, ne? Ja, ja. Wir sind hier halt immer wie so Neandertaler jetzt im Moment am Essen. Ne? Gestern war unser Mittagessen ja 3 Eis oder was? Ja, ja. Und heute wieder mal so eine Buttermilch, Junge. Ja, und ein paar Milka-Riegel haben wir. Ja, ein paar Milka-Riegel. Aber ist ja bald vorbei, dann ernähren wir uns auch wieder ein bisschen besser. Also, wir waren letzte Zeit übelst viele Fragen gekommen. Ne? Ich komme echt mit dem Beantworten überhaupt nicht hinterher. Oder wenn ich nach Hause komme, habe ich keinen Bock, am Handy zu sitzen. Naja. Gibt Ärger. Ja. Ne? Der Seven hat gefragt, ob wir alle zur Miete wohnen oder alle im Eigenheim. Jo, der Mike, Thomas, wohnen im Eigenheim. Ich habe im Eigenheim gewohnt.
habe es aber jetzt vermietet, das Eigenheim, weil ich das übelst gelohnt hat. Ja. Weil ich das Eigenheim so günstig geschossen habe, dass ich das jetzt zur Miete hin, boah, ich glaube, ich mache da fast 11% Rendite zu dem Kaufpreis, den ich gemacht habe, und wohne dann wieder zur Miete. Tue mal meinen Eltern oben. Ja, ja, ja. Ich finde das auch korrekt. Ich bin direkt bei den Eltern, ist perfekt. Da oben sind 100 bis über 100 Quadratmeter. Das ja, da ist Garten dabei, alles. Ja. Ne? Du hast keinen Rückschritt gemacht halt mit dieser Aktion, ne? Von deinem Lebensstil her. Nee, überhaupt nicht. Ja, das ist das. Bei mir, ja. Ich habe 4 Kinder, bei mir ist das ein bisschen komplizierter, was zu finden halt, ne? Ja. So, wo ich zur Miete wohnen kann. Bei mir, ich habe auch Garten und sowas, und wenn ich da eine Mietwohnung finden würde, wo ich echt im Lebensstil nicht abrutsche, wäre das relativ schwierig, glaube ich. Ja, dann hat ja der Richie gefragt, dass ich vergessen habe, das mit dem Klicklaminat zu zeigen. Das zeigen wir jetzt direkt. Machen wir jetzt direkt. Guck ich mal, ob ich dann irgendwie da ein paar Dinger hinkriege. Wahrscheinlich wusste das jeder Mensch, nur ich nicht. Ist egal. Ja, und dann hat der Daniel gefragt, was bei der Ausgleichsmasse im Wohnzimmer passiert ist, also scheiße war. Wir haben zu viel rumgefummelt, ne? Die muss man im Endeffekt, muss man die gießen. Dann wahrscheinlich mit dieser einen Zackenrolle da vorbeigehen. Mit dieser Stachelwalze da, ja. Genau, wir haben da dann zu viel rumgespielt, zu lange, dann war die schon hart geworden, dass ja jetzt ein paar Wellen drin sind im Flur. Genau. Haben wir das nicht gemacht, ist perfekt. Genau, nochmal gezogen, zu viel halt und zu lange rumgefummelt. Das muss man einmal gießen, wenn alles gut vorbereitet ist, ne? Kommt es nur darauf an, wie viel Material irgendwo liegt, dass nicht irgendwas zu viel liegt. Weil bis zu einer, ich denke mal so ein Quadratmeter nivelliert sich fast alleine aus, oder? Hat schon im Flur, da haben wir nur ein bisschen am Rand gezogen, das war's. Machst ein paar Herzchen noch dahin. Und der Eduard zeigt euch jetzt mal, wie der Laminat richtig gelegt hat. Habe ich nicht gezeigt. Ich habe mir auch ehrlich gesagt gedacht, das weiß wahrscheinlich jedes Schwein, dass man das so macht, ne? Ja, wir dachten, wir machen das jetzt mal einfach so, ne? Damit ich wenigstens ein bisschen mein Versprechen einhalte. Ja, genau. Auf jeden Fall ist das ein Laminat, ne? Den man so anfängt. Dann legt man den quasi hier rein, den nächsten. Das muss alles genau passen. Und bei dem anderen Laminat, ne? Da könnte man ja jetzt quasi einen reinlegen, ne? Bei dem normalen, bei dem guten Laminat. Ja. Der wäre dann hier, ja, auch das geht nicht so toll, ne? Und dann könnte man ihn ja hier quasi den nächsten so einklicken, was bei dem nicht geht, ja. Macht man hier alles am A. Ja. Ne? Und ich habe immer die ganze Zeit, den musst du quasi eine ganze Bahn immer legen. Ja. Ich habe den quasi immer so hier davor zusammengebaut. Ja. Ne? Und habe den dann immer da so reingewuchtet. Und das auch jetzt allein auf der Länge schon. Ja. Ja, genau. So, und dann habe ich den hier so da reingeklickt. Ja. Und dann, aber muss man reinwuchten. Ja, ja. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass man den halt wirklich, ich weiß nicht, warum das nicht in der Anleitung steht, dass man den hier leicht in die Mund reinlegen kann. Einen. Ja. Dann kannst du den hier genau passend, perfekt, bündig. Wieder, und dann liegt der in der Nut schon fertig. Da muss man den auch quasi nur die ganze Bahn, aber dann kannst du die so reinklicken. Ach so. Okay. Musst du nicht nochmal komplett reinheben, die Scheiße. Man kann die quasi die ganze Bahn immer in der Nut so fertig reinlegen. Ja. Weiß wahrscheinlich schon jeder Mensch, und ich war so dumm und mach 230 Quadratmeter, ohne dass du bist. Ne? Aber ich habe den schon bei mehreren Leuten auch so eingelegt. Da hat noch nie einer gewusst. Echt? Das ist mir jetzt im vorletzten Zimmer aufgefallen. Ja, vielleicht. Aber das geht so auf jeden Fall, ist der Laminat gar nicht mehr so. Ja, dann ist doch so. So kann man den echt gut legen. Wusste das denn einer von euch? 100% wussten das alle. Ja, ja, das wussten bestimmt alle. Auf jeden Fall kann man den echt schön hier reinlegen, eine nacheinander, und dann geht das wirklich einfach, zack, rein. Und das ist dann so ein 5-Euro-Laminat, ne, der Quadratmeter. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, perfekt. Ja, man hat auch geregelt jetzt. Super. Ja. Ich wüsste, Wände streichen ist echt eine Sache für sich, aber Lack ist aber echt richtig scheiße, oder? Ja, das stimmt. Das ist irgendwie nicht so wie eine Wand bei dem. Ich weiß, da hat man irgendwie das Gefühl, man macht die ganze alles falsch. Aber am Ende wird doch immer alles gut eigentlich. Weiß ich nicht. Oh, das verläuft, das sieht wunderschön aus. So, die Dusche sieht auf jeden Fall katastrophal aus. Wir haben da jetzt einen Reiniger gekauft für Duschkabinen, einen Schimmelvernichter, und ich probiere die Scheiße mal sauber zu machen. Ich hoffe, ich überlebe das. Das ist nicht gesund, Alter. Ha? Das ist nicht gesund, Junge. Ha!
Da sagst du was. Ich schwör's dir. Ich weiß, warum ich so lange damit zu warten habe. Ich dachte, einer von euch macht das. Fertig, du darfst jetzt Fugen machen. Ja? Ich weiß, was ich hier kann man ganzen, schon machen. Was du mit den ganzen Löchern da machst. Ist das jetzt auch entfettet direkt mit dem Zeug oder was? Ich glaube aber schon, Alter. Echt? Also wenn das Zeug nicht das Fett entfernt hat, ja, dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Die heißt das, ich brauche einen Despo. Ja. So, Leute, das ist auf jeden Fall ein Zeug. Fenster auf, alles auf und ganz ehrlich, am liebsten einen anderen machen lassen. Aber das Zeug ist echt. Ich glaube, Rauchen ist gesünder. So, lass mal hier das Despo liegen. Oh, Junge, meine Gorgel. Sehr lecker. Was ist das? Cajacha. Übelst lecker, Mann. Der ist auch cool. Das Guarana, dann ist halt fit. Willst du mal drauf eingehen hier, auf den Zählerstand, Überspannungsschutz? Ach so, ja, wir wissen, dass das so nicht nur 100% ist, aber das ist alles für vorbereitet mit dem Überspannungsschutz. Den kann man auch nachträglich reinbauen. Ja, müssen wir noch nachholen. Und 63 Ampere ist verbaut, ne? Ja, SLS. Die SLS-Schalter sind 63 Ampere, zwei Stück. Habt ihr schon eine Strategie, wann ihr euren Angestelltenjob an den Nagel hängt und nur noch Immos macht? Ja, das ist eine schwere Frage, ne? Bonität ist bombastisch mit so einem Angestelltenjob halt, ne? Jo, zu dritt auf jeden Fall. Also mit dem, was wir jetzt noch haben, was wir jetzt schon haben, wenn wir dann aufhören würden zu arbeiten, würden wir, glaube ich, nichts mehr finanziert kriegen. Ne, und ist auch schwierig, ne? Hätten wir jetzt aufgehört zu arbeiten vor kurzem oder was und dann käme so eine Krise wie jetzt die Corona-Krise jetzt, dann ständen wir ganz schön auf dem Schlauch, ne? Ich meine, wir haben uns gut Rücklagen geschaffen halt dafür, ne, für solche Zeiten, aber irgendwann ist allem mal ein Ende gesetzt. Auf jeden Fall coole Kommentare, Mann. Jo, echt super Community. Muss man echt mal sagen. Ehrlich, ja. Man hat natürlich Bock, was zu machen und neue Videos zu machen. Und man lernt coole Leute kennen, ne? Ja, bei genau. YouTube, das stimmt, muss man sagen. Jetzt den Mirzer, ne? Der ja. Hast du heute angerufen, ne? Wegen der Heizung bei den Wuppertal. Ja, hat mich jetzt ein Mieter angerufen aus Wuppertal von einer Wohnung. Bei dem ist die Heizung kaputt. Ich habe den angerufen, der hat gesagt, in einer Stunde könnte einer da sein. Wahnsinn, Mirzer, du echt. Super Typ, wir müssen auf jeden Fall mal zusammen grillen. Der Tag heute war halt viele Kleinigkeiten. Muss aber auch gemacht werden, ne? Morgen wird auch nochmal viele Kleinigkeiten. Und Samstag wird auch. Ja, viele Kleinigkeiten, deswegen. Das ist halt immer die Arbeit, die man nicht sieht, aber die auch gemacht werden muss. Ne? Der Thomas kann sich heute schon mal freuen, der macht morgen Socken leisten. Ja, stimmt, der Thomas war gar nicht dabei, ne? Ja, ja, das ist, glaube ich, gar nicht. Ja, Hochzeitstag. Der ist mit der Frau im Baumarkt. Ja, woanders kann man halt nicht hin, das hat auf. Wenn man da noch essen könnte, wäre doch super. Der hat auf jeden Fall gerade eben angerufen, der ist mit seiner Frau im Baumarkt. Meine alte Baumarkt-Tour. So, auf jeden Fall war es das jetzt mit dem Video. Peace, Leute, bis dann, macht's gut und seid fleißig. Yo. Schiefes Englisch, Alter. Und Englisch ist nur leer. Prost. Nach dem ganzen Bier. Ich. Boah, ich bin echt mal gespannt, wie diese Kekse schmeckt. Ja, ist lecker. Die schmeckt ein bisschen wie Dings, Junge. Wie diese Yes, oder? Was Yes? Diese Yes-Törtchen mit der Klasse, wo immer die Werbung kam. Meinst du von ja? Ich hab's noch nie gesehen. Mit Kerze? Ich glaub, zu der Zeit hast du kein Fernsehen geguckt. Ne. Wir haben immer gearbeitet. Yes-Törtchen, da gibt es so also den Stecken, einen, den man im Geburtstag vergessen hat oder so. Kann man eine Kerze in so ein Yes-Törtchen stecken? Kann man schenken. Hast du mal gegessen? Kennt ihr Yes-Törtchen, Mann? Ich kenn die nicht. So wie es die machen, oder was? Nein, im Prinzip genauso aus wie sie. Aber halt. Heißt nur Yes. Ich weiß gar nicht, ob diese Farbe, die wir da haben, was wir hier in Ordnung ist. Ne? Weil du kalt wirst, oder? Mir wird ja mal übelst kalt auch im Winter. Essenstechnisch müssen wir auf jeden Fall, wenn wir sowas öfter machen, was anderes einfallen lassen, Junge. Ja, da geht nicht nur Despo und Buttermilch. Da hat er alles drauf gebaut. Hast du mal gefilmt? Sollen wir mal gucken gehen? Wo? Mit der Kamera, was du da baust? Ja, können wir machen, Alter. Aber diese Treppe hier, ne? Ja. Die ist doch voll. Ja, ja, die ist echt vollkommen cool. Alles ist. Ne, das nicht, ne? Aber der Rest, alles Edelstahl. Auch die Stufen sind Edelstahl. Boah, Junge, hab ich gar nicht gewusst, dass in der Garage so viel Scheiße ist. Wie? Warum das denn? Ja, ist doch oder nicht? Geht, Junge. Wieso haben wir das nicht diesen Tisch reingeholt, Alter, um da drauf was zu machen?
Ich habe gar nicht gewusst, dass der hier steht. Ihr habt das bestimmt schon länger gewusst. Nee, seit gestern erst. Aber ich hatte heute keinen Bock, den hochzutragen. Auf jeden Fall muss ich dieses Kabel da finden, Mann. Was da so reingeht, oder was? Ja, genau, das hier. Boah, Mike, was sind das hier alles für Kontor, Junge? Was weiß ich, Junge? Das keiner. Ja, das ist so übelst krass. Das hatte ich gestern gesehen, Junge. Das ist halt übelst krass, Junge. Da hat sich einer echt Mühe gegeben, Mann. Ich weiß aber auch nicht, da oben ist doch das eigene Klo, Junge. Ich weiß aber auch nicht, nee, wo das herkommt. Nee, das kann nicht vom Klo sein. Nee, das muss ja ein dickeres Rohr vom Klo sein, Junge. Das muss von irgendeinem Waschbecken. Es sei denn, da ist immer gesagt worden, ihr dürft hier nur reinpinkeln, Alter. Das ist die Dusche. Ja? Na, die ist auch komplett. Hat einmal das gleiche, komplett gleiches Holz geholt, als verkleidet hat. Ich werde bekloppt. Echt? Echt? Das ist doch total bekloppt, Junge. Hier ist Regen, ist Holz. Was weiß ich, Junge. Ich habe immer gedacht, ich bin der übelste Sparfuchs, ne? Aber das? Junge, 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 Junge. Das ist eine Katastrophe. Das Stückchen, das hat auch alles rausgerissen. Oh mein, hier ist Wasser, ne? Ja, ja. Hat du was dazu gemacht? Der Boden ist genauso wie diese Wand. Fällt mir jetzt auch gerade so auf. Das sind überall so kleine Stückchen.